So, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Es gibt ein neues Auto in der Familie, beziehungsweise da gibt es eine längere Geschichte dazu, sagen wir das mal so. Die wird euch irgendwie gleich erzählen. Und dann würde ich sagen, ja, fang mal an. Was ist denn passiert in den letzten Tagen? Da war doch noch ein BMW im Spiel. Ja, bei BMW, ich sag mal, ich bin halt kein Typ von Automatik. Hab mir halt überlegt, auch manuell umzubauen. Aber ja, viel zu viel Aufwand, sage ich mal. Für das Geld habe ich jetzt einen Ford Fiesta ST gekriegt. Für klein Geld. Ein bisschen Heckschaden, sage ich mal. Was nicht so schlimm ist. Wie war es denn bei der Abholung von dem Auto? Da habe ich so ein tolles Bild gekriegt. Das werden wir nachher auch einblenden. Bei der Abholung, ich habe das Auto ausgewiesen, nur ein Fehler. Ich dachte, ja komm, brauchst du nicht mal Probefahrt machen. Hab die Kennzeichen dran gemacht, 5-Tages-Kennzeichen. Habt ihr gehört, oder? Nicht mal Probefahrt machen, habt ihr gehört? Nicht mal Probefahrt gemacht, ja. Ja. Ich war in Schwarzwald, ja. Das kommt auch dazu. Bin keine Ahnung, wie viele Kilometer gefahren. Und hab die Kennzeichen drauf gemacht. Und nicht mal 1-2 Kilometer, nicht mal 1-2 Kilometer, ja. Durfte ich ADAC anrufen. An dieser Stelle werden wir jetzt das Bild einblenden, damit ihr wisst, was abging, ja? Er wurde abgeschleppt. Ja, durfte ich halt ADAC anrufen, weil die Gänge gar nicht mehr reingingen. Und ja, klar, zweiter Gang kann ich ja keine 100 Kilometer fahren, ne? Das geht einfach nicht. Das wäre ewig gegangen. Ja. Was hat er denn für eine Ausstattung oder Kilometer? Was hat er so? Was kann er so? Kilometer hat er 170.000 circa. Und Ausstattung, wie normaler ST, außer dass er keine Sitzheizung hat. Die Sitzheizung hat nur Facelift. Modelle. Und anderer Tacho eingebaut. Ne? Mit Temperatur, Anzeige und alles. Ja. Macht Spaß mit dem zu fahren. Man muss halt die Gänge erstmal jetzt reinbügeln. Was ist da für ein Motor drin? 2 Liter. 2 Liter sauber. 4 Zylinder. Ja, 4 Zylinder auf 150 PS. Ich mache 1,1 Tonnen, glaube ich. Also genau so schnell wie meine. Und die werden halt voll auch benutzt für Bergrennen und alles Mögliche. Ich muss sagen, mach mal einen Rundumblick von dem Auto. Ford Duratec ST. So, damit ihr das auch mal gesehen habt. So, hier ist der Heckschaden. Da ist zum Glück nichts gebrochen oder so, weißt du? Und das ist alles rein. Das kommt alles hier drauf. Die Schrauben sind halt nicht da. Ja. Aber sonst wahrscheinlich top. Jetzt zeige ich euch gerade mal den Kofferraum. Ja. Hier. Sieht man das ganz gut? Siehst du das? Muss ein bisschen nach hinten gezogen werden, also von der Stange hier. Und dann Auffahrunfall gehabt hinten. Genau, hinten Auffahrunfall gehabt. Aber ich nicht so wildes, ne? Da hat man. Da ganz gut, ne? Genau. Und da auf der anderen Seite sieht man das. Ja. Das da. Alles gerade hier. Mhm. Ja, da sieht schon viel besser aus. Ja. Ja, muss man ihn halt auf der Seite halt ein bisschen ziehen. Muss man nicht mehr drauf lackieren. Dadurch hat der hintere Sensor halt ein Problem, dass der Kofferraum halt immer offen angezeigt wird. Im Bordcomputer zum Beispiel. Weil er nicht richtig schließt. Genau. Der schließt schon, aber der Sensor, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo der sitzt, aber. Also er denkt halt, dass er nicht richtig schließt, weil das verformt ist sozusagen. Ja, genau. Ah, okay. Ein bisschen verformt halt. Ne? Mhm. Ja, Rost habe ich jetzt auch nichts gesehen. Außer das hier wurde mal. Es gibt ja mit ST-Spoiler und der wurde mal abgerüstet, aber halt nicht lackiert, ne? Sieht man, wie der aufgeklebt wurde. Mit Klebeband, das war ja haltet und dann einfach weggezogen und ist nur Grundierung drauf, ne? Ja, das sieht man ganz gut.
War da, ja. Und sehr gut. So, da ich mal wieder vergessen habe, das Video abzumoderieren, mache ich es einfach von hier aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war jetzt nur ein kleiner Einblick, damit das Auto bekannt gemacht wurde. Das war jetzt nur ein kleiner Einblick, damit ihr das Auto mal gesehen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, Eine Stunde später. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Abo da, macht einen Daumen nach oben und aktiviert die Glocke, wenn ihr weiter benachrichtigt werden wollt. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. I think the girls with their nails done now.